Hier zeige ich euch den Wechselpump-Airbag. Dies ist ein praktischer Pumpsack für all unsere Isomatten, für die Lito, für die Nubo und auch für die Teron-Isomatte. Aber ich kann ihn zusätzlich als Drybag, als Trockensack verwenden, um meine Ausrüstung trocken zu transportieren. An der Unterseite habe ich hier das Universalventil angesetzt. Dieses passt im Normalzustand an alle Push-In-Ventile, die wir bei den Lito-Isomatten verbauen. Dies zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Einfach auf das Ventil aufstecken, bis es klickt. Dann kann ich das Ventil mit einer Viertelumdrehung öffnen, rausziehen und dann kann ich nach Belieben Luft einpumpen. Das mache ich so, indem ich den Pumpsack öffne. Lass Luft hineinströmen und dann einfach zuwickeln und so kann ich die Luft in die Matte pressen, bis ich die gewünschte Fülle erreicht habe. Dann einfach das Ventil nach innen schieben, wieder eine Viertelumdrehung und den Pumpsack abziehen. Er passt ja aber nicht nur für die Push-In-Ventile, sondern auch für die Flachventile. Hierfür habe ich hier ein Adapterstück. Dieses einsetzen. Und dann kann man gut erkennen, dass es in die Ventile reinpasst. Aufsetzen, dass ich eine feste Verbindung habe. Und dann kann ich dies auch dann hier die Matte aufpumpen. Dann einfach wieder verschließen. Und auch bei der Teron-Matte sind dieselben Ventile verbaut. Somit passt der Pumpsack auch hier. Aufsetzen und entsprechend aufpumpen, abziehen und verschließen. Wenn ich den Pumpsack wieder verwenden möchte als Trockensack, einfach das Ventilöffnung hier verschließen mit dem Deckel, wenn diesen Henkel verbaut ist. Und so habe ich wieder den Pumpsack einsatzbereit. Der Wechselpump-Airbag wiegt gerade mal 60 Gramm. Ein praktisches Ausrüstungsteil für unterwegs.